Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Mario 64 Part Nummer 2. Und ja, Mario, huck dich hin. Wir machen jetzt nochmal schnell die Rutsche, weil da haben wir ja nur einen Stern geholt das letzte Mal. Deswegen gehen wir jetzt zur Rutsche, holen uns den zweiten Stern von der Rutsche. Und ich sag zu oft Rutsche. Und ja, und dann werden wir wieder ins erste Level zurückgehen und da die Sterne holen, die uns noch zum Großteil fehlen. Beziehungsweise die wir so holen können. So, dann rutsch mal wieder, Mario. So, das passt schon mal. Wir rutschen hier richtig schön entlang und holen uns ganz schön viel Münzen. Oh, da haben wir ein paar vercheckt, ey. So, und runter und rüber und links und rechts. Und zack, zack. Und den Stern haben wir ja schon, wie ihr seht. Am Blau, weil er jetzt blau ist. Das heißt, wenn die Sterne blau sind, haben wir die schon geholt. Nur so als kleine Nebensache hier. Und, komm her. Damit haben wir Stern Nummer 5. Here we go! Gut, dann gehen wir jetzt wieder ins Anfangslevel zurück und gucken mal, was wir da noch alles machen können. Bevor wir dann in den nächsten Level gehen, würde ich sagen. Jo, holen wir uns da mal ein bisschen was noch. Und wir sind drin. Die nächste Mission in diesem Level lautet, finde die 8 roten Münzen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich weiß einigermaßen noch, wo die sind. So, gehen wir da hoch und zack. Und ich hat's voll gefragt. Und jawohl. Und nein, die haben wir verpasst. Komm her. Sehr schön. Dann haben wir die auch. Und gehen weiter. Da vorne ist wieder eine. Und wie schon in der Beschreibung gesagt, wir brauchen 8 Stück. Sofern wir die alle finden. Bombe, 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 Bombe. Komm schon, Kettenhundi. Ich will nur die rote Münze hier haben. Also, und wieder zurück. Kameraeinstellung, so wollte ich sie nicht haben. Mario, spring! Gut, hier sind auch wieder rote Münzen und zwar 2 Stück. Haben wir schon 5 Stück. Und nächste rote Münze. Ah, Volltreffer! Genau reingesprungen. Die nächste rote Münze ist da unten. Die wir uns jetzt dann holen. Und vorne dort. So, rote Münze. Gehen wir da hoch. Und dann holen wir uns jetzt die 7. rote Münze. Jawohl. So Leute, ja, Part Nummer 2. Ersten Part sind wir ja schon ganz schön gut vorangekommen, würde ich sagen. Und hier, solange Mario jetzt hier hochrennt, zumindest krabbelt oder was auch immer, werde ich ein bisschen erzählen. Naja, er kennt mich ja. Ja, im ersten Part sind wir ganz schön weit gekommen. Mit 4 Sternen. Fand ich ganz respektabel. Und jetzt holen wir uns mal noch ein paar Sternchen, würde ich sagen. Und ja, wir sind oben. Und zack, und zack, und juhu. Und dann fliegen wir jetzt wieder zur Insel rüber, weil dort ist unser letzter und achte rote Münze. Und ja, dann haben wir den nächsten Stern auch wieder erobert. So, richtig zielen. Zielen war noch nie meine Stärke, aber das dürfte passen. So, und damit haben wir den 8. rote Münze. Die 8. rote Münze. Und da unten ist der Stern. Jump. Zack. Da rein. Und jetzt katapultieren wir uns da nach unten und holen uns dann die 10 Sterne, würde ich sagen. Ne? So in etwa. Jawohl, das reicht locker. Und boing. Wir sind. Jetzt haben wir. Chuck. Here we go. Sehr fein, sehr fein. Stern Nummer 6 ergattert. Speichern und weiter. Und jetzt gehen wir mal ein anderes Level, würde ich sagen. Weil da drin sind noch 2 Levels. Da braucht man einmal die Fliegemütze, die wir noch nicht haben. Und wir brauchen noch was anderes. Dum, 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 dum. Und somit haben wir dieses Level freigeschaltet durch die magische Kraft der Powersterne. Und wie ihr seht, ein Schneelevel. Und das mittlere ist auch der Eingang zum Level. Ba-da-ba-ba-da. Rutsche auf der Eisbahn. Jawohl, wir dürfen wieder rutschen.
An einigen Stellen herrscht extrem Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Swanstein nach. In dem rechten. Geht klar. Werden wir jetzt auch machen. Zack, am Schornstein rein. Und, wow, ich werde angerufen. Nicht gut. Jetzt nicht, tut mir leid. Wir rutschen jetzt erstmal hier runter. Und ja, rutsch, rutsch, rutsch. Und typisch, ich mache Let's Play und werde wieder angerufen. Hatten wir aber Benjo auch schon. Und eine SMS, aber die ignoriere ich jetzt einfach. Wir rutschen jetzt einfach mal den ganzen Eiskanal runter, ohne die Abkürzung. Und so, und so, und so, weiter geht's. Ganz schön viel Münzen hier. Und zack, 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 zack. Und wir haben über 50 Münzen. Das heißt, wir bekommen ein Leben dazu, wenn wir jetzt den Stern holen. Jawohl. Und dann gehen wir jetzt hier raus. Und holen uns das Sternilein. Da ist er ja. Bam, bam, bam. Und zack. Und ich mache mein Handy mal auf lautlos schnell. Weil falls irgendjemand wieder meint, er muss anrufen. Weiß nicht, ob ich dran gehen werde. Das wäre jetzt der Hammer, im Let's Play mal an das Handy ranzugehen. So, und bitte stumm schalten, Handy. Dankeschön. Und weiter geht's. Wir haben 7 Sterne. Ein Stern fehlt uns noch. Und dann können wir zu etwas großen, dicken etwas. Aber was es sein wird, werdet ihr gleich wissen. Ich finde das Pinguin-Baby. Das habe ich schon gesehen. Da oben ist es. Wow, 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 ich will nicht nochmal da rein. Hallo Pinguin-Baby. Nein. Und ja, wir haben dich. Und jetzt rutschen wir mal da runter, den ganzen Weg runter. Denn das Baby will zu seiner Mama. Deswegen machen wir eine kleine Rutschpartie nach unten. Naja, in diesem Level seht ihr, wird viel gerutscht. Und auch rückwärts und vorwärts und von der Seite und überall durchgenommen hier. Und so, und oh, nicht so weit. So, dann machen wir doch mal bitte vorbei. Wollen wir halt mal warten, bis dieser Schneemann sich umdreht. Weil habe ich früher immer den Fehler gemacht. Wenn er dich nicht anguckt und springt. So, in dem Fall, guck. Oh nein. Hätte ich ein bisschen schneller sein müssen. So, laufen wir dem tollen Schneemann doch hinterher. So. Und so. Und jetzt können wir wieder runterlaufen. Und da unten seht ihr schon die Mama von dem kleinen Baby. Hallo, wir haben's. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß. Ich fand natürlich neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner Dankbarkeit. Geht klar. Zack, und da haben wir den 8. Powerstern. Und der bringt uns weiter. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, warum. Zack. Here we go. 8. Powerstern erreicht, erlungen. Und ja, ich gehe jetzt mal kurz ans Handy und sag demjenigen, dass ich Let's Play mache. Hallo Clay, ich bin gerade am Let's Play machen. Bitte nicht anrufen. Ja, warte noch kurz, okay? Ich mache gerade noch schnell den Part fertig, okay? Ich kann nicht mitnehmen, los. Ich mache gerade den Part. Ich bin gerade mit drin, Mann. Ja, so in 5 bis 7 Minuten, okay? Ciao. So, meine lieben Freunde, das war ein guter Freund von mir, und zwar der Clay. Haha, ich weiß nicht, ob ihr seine Stimme gehört habt. Weil der kommt heute bei mir zu Besuch. Ob ich ihn jetzt hier zu einspannen werde noch für ein Part, weiß ich nicht. Aber jetzt wollen wir erstmal Bowser finden. Und ihr habt schon gesehen, wir sind da runtergefallen. Und ja, das war mal wieder typisch, dass ich hier angerufen werde. Jetzt war ich halt so lieb und bin dran gegangen, sonst hätte er mich verrückt gemacht. Und wow, das war knapp. So, wollen wir da rüber. Wow, nicht vom Ding getroffen. Gehen wir weiter und vor und gehen da hoch. Jawohl, ja, wie gesagt, das war der Claire am Handy. Und er ist heute bei mir zu Besuch. Und bevor er dann letztendlich jetzt noch weiter angerufen hätte oder so, bin ich jetzt dran gegangen. Ich bitte dies zu entschuldigen in diesem Let's Play. Und ja, kann auch mal vorkommen, dass ich angerufen werde, ne? So. Und wir sind gleich bei unserem dicken Etwas namens Bowser. Ja, es ist Bowser. So, wollen wir die Kamera so richtig drehen, dass wir da...
Jawohl. Jawohl. Und da hoch. Und jetzt wieder Kamera so drehen, dass wir da hinspringen können. Zack, 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 zack. Und Mario, rein mit dir. Und damit sind wir bei Bowser angelangt. Dum, 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 dum. Tja, Mario, Peach. Gehabt. Die Prinzessin ist nicht hier und wird es auch bald nicht sein. Es würde niemals gelingen, mich von hinten zu packen und zu werfen. Da müsste schon ein wahrer Held kommen. Keine Wurst. Vielleicht gehst du besser wieder nach Hause und reparierst weiter kaputte Rohre, als dich mit mir zu messen. Ha, sag das nicht zu laut. Ich will viel schneller wie du. Und hab dich gleich am Schlawittel, Alter. Da vorne ist die Bombe. In die wir dich noch nicht ganz reingeworfen haben. Das war natürlich immer wieder. So, jetzt werfen wir dich in die Bombe rein. Ich wollte eigentlich direkt treffen. Zack! Und damit ist Bowser Nummer 1 besiegt. Oho, und boing. Voll noch auf die Frippe. Grrr, offensichtlich war ich ein wenig unachtsam. Aber ich habe noch immer die Prinzessin und die Powersterne in meiner Gewalt. Ich werde dafür sorgen, dass du keinen weiteren Stern erlangen wirst. Unser nächstes Treffen wird einem anderen Sieger bestimmt. Gut, und damit haben wir Bowser besiegt und erhalten den ersten Schlüssel, der uns runter in den Keller führen wird. Jawohl. Here we go. Sehr nice, damit haben wir Bowser besiegt, das erste Mal. Yahoo! So, Bowser Schattenwelt. Geschafft. Und somit haben wir den ersten Schlüssel, der uns dann ermöglicht, eine Tür zu öffnen. Jawohl. Gehen wir nach draußen und zeige ich euch gleich mal die Tür, die wir öffnen können. Denn wir können hier rausgehen. So. Und wie ihr seht, da unten im Keller können wir jetzt die Tür öffnen mit dem Schlüssel. Das machen wir jetzt auch glatt. Jump! Jump! Und fertig. Sehr nice. So. Gehen wir jetzt hier runter und sehen uns hier unten mal ein bisschen um, ne? So. Geht's hier lang. So. Und später kommt noch ein toller Hase. Kann ich euch jetzt schon verraten. Und hier rein. Und jetzt zeige ich euch noch was. Ja, das ist wichtig, da ich das noch mache. Deswegen schwimmen wir jetzt mal in der Gegend rum. Und zwar davor und wieder hoch. So. So. Zack. Zack. Und somit ist das Wasser leicht nach unten gegangen. Und wir können hier raus. Da war am Anfang noch das Wasser war, hier ist jetzt gähnende Leere. Und zwar gar nichts. Und ja, da vorne werden wir jetzt reinsteigen. Hier ist nämlich ein Loch für eine gewisse Mütze, die wir brauchen später bestimmt noch. Und dann gehen wir jetzt einfach mal runter. Dun 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 dun. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Bekommst du den blauen Schalter und den werden wir aktivieren, damit wir diese Mütze, die Unsichtbarkeitsmütze freischalten werden. Und ob ich das schaffe ich jetzt in dem Part noch schnell. Und dann ist der Part auch schon leider vorbei. Und zack. So, spring darüber. So, und da hoch. Dun, dun, da auf die Plattform. Jawohl. Sehr schön gemacht, Mario. So, dun, dun, dun. So, auf diese Plattform. Da kommt gleich die nächste Plattform. Von der gehen wir auf die nächste. Schon witzig, wie wir hier rumspringen. Und jetzt, da ist die nächste. Die stellen wir uns. Und werden jetzt einen kleinen Sprung nach oben wagen. Jupp. Und sind oben und da haben wir den Schalter. Zack. Du hast einen blauen Schalter aktiviert. Aber jetzt kannst du die Tarnkappe einsetzen, um unsichtbar zu werden. Jeder blaue Block beinhaltet eine dieser Mützen. Möchte speichern? Ja. Somit haben wir die Mütze. Und beenden dann auch hier den Part. Hab mich gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt bei Let's Play Super Mario Part Nummer 2. Und wir sehen uns bei Part Nummer 3 wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.